Kuckuck, ihr Lavendeljäger, willkommen zurück zu Days Gone. Also, wir machen Folgendes für die Quest. Gib mir ein paar Tage, müssen wir Lavendel suchen, und zwar hier oben in diesem Gebiet am Horse Lake Nero Control Punkt. Da könnten wir gerade schnell hinreisen, mache ich aber nicht. Ich muss so oder so jetzt erstmal gerade mein Bike tanken, und da es ja auch nicht so weit weg ist, können wir da auch gerade gemütlich rüber schippern. So, ich probiere mal, wenn ich mein Bike finde. Da hinten steht es heute, okay. Dann probiere ich mal direkt da vorne zu tanken. Das müsste ja eigentlich auch gehen. Oh oh, ich sollte mal tanken. Siehste. Oh, dann mal los. Läuft. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Nein. Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, egal. Hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Ende. Wie auch immer, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen, also hör auf, hier rumzumotzen. Ja, okay, tut mir leid, Bruder, ich dreh hier nur langsam durch, weißt du? Keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden, ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lange, hörst du? Ja, Ende. Hordenstrategie. Okay, jetzt wird's interessant. Die beste Strategie gegen eine größere Horde ist oft, sich mit guten Waffen und Ressourcen einzudecken. Ja, aber das Problem ist ja, man weiß nie, wann man auf eine Horde trifft. Besonders, wenn man unvorbereitet ist, ja. Erkunde die Umgebung und entwickle einen Notfallplan, bevor du versuchst, sie zu erledigen. Ja, Leute, ihr seid lustig. Wenn ich aber doch kein Maschinengewehr dabei habe, wo soll ich es dann plötzlich herkriegen? Notfallstrategie hin oder her. Boah, leck. Was geht ab? Das heißt, hier ist irgendwo eine Horde. Sehe ich das richtig? Yep. Nein. War hier nicht schon mal eine Horde? Klar, hier war ich doch schon mal. Habe ich doch schon mal eine Horde versucht zu töten. Ja, ich höre hier doch schon wieder was. Ich werde mir jetzt erstmal hier so einen kleinen Überblick verschaffen. Nicht, dass ich gleich plötzlich vor so einer Horde stehe. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Naja, das ist genau die Stelle, wo ich das erste Mal so eine Horde gesehen habe. Nicht gut aus für mich. Okay, was habe ich denn hier Schönes? Ein Stein. Das ist alles, was ich habe. Ach komm, scheiß drauf. Yeah.
Okay, ich habe nicht einen gekillt damit. Kann ich ja ernst sein. Ehrlich, ich treffe nicht einen einzigen damit. Ich glaube, das werde ich gleich eh nochmal neu laden. Ja, ist halt blöd, wenn man so gar nichts hat. Mir ist schon wieder nicht einen einzigen gekillt. Okay, wieso kann ich ihn jetzt nicht heimlich töten? Ja, komm. Komm, passt schon. Ja, ist gut. Ja, okay. Ich meine, wenn ich jetzt weiß, dass ich da auf so eine Horde treffe, dann kann ich ja... Ja, wobei ich kann kein Maschinengewehr ausrüsten, weil ich keins habe. Weil ich mir ja noch keins kaufen konnte im Camp. Achso, er hat hier gespeichert, okay. Okay, er hat hier gespeichert. Mehr Beute. Also Pflanzen werden ja theoretisch angezeigt auf meiner Karte. Ich werde wahrscheinlich aufs andere Ufer da hinten müssen. Kein Lavendel, aber ich nehme es trotzdem mit. Nein. Ich wollte doch einen Stein. Wo kam denn das jetzt auf einmal her? Ja, das hat ja auch wieder super funktioniert. Ah, geh doch schneller, mein Gott. Ach, meine Fresse. Mann, Blödköppe. Ist doch wahr. Zum Muni ist ja auch weg wegen dem Motorradkampf. Da kann ich was draus machen.
Da kannst du auch was draus machen. Wieder keine Möglichkeit, sich zu verstecken hier. Warum? Okay. Okay, dann mal los. Kommt ihr schon wieder alle her? Ach, mein Gott, ey. Gib mir diesen scheiß Lavendel, ich will hier weg. Bin einfach in die falsche Richtung gerannt, ne? Es hätte viel schneller gehen können. Jawohl. Ich muss trotzdem irgendwann auch mal diese Horden besiegen. Ich meine, es ist schön, dass ich da immer vorwegrenne und sterbe, aber irgendwann... Nein. Irgendwann muss ich sie halt einfach auch mal platt machen. Denn das ist leider auch Teil des Spiels, dass man die irgendwie besiegen kann, angeblich. So, erstmal wieder Sprit. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Na also. Die bleiben aber vorm Zaun, oder? Die kommen da nicht durch. Hoffe ich mal. So, Buschmann. Ich hab deine Blümchen. Hey, Bosa. Gott, verdammt. Schon komisch. Ich hab mich gerade erinnert.
Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen, okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Meine Arm ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lasse sie einfach liegen und... Hey! Gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jemals nach Norden fahren werden. So faules Schwein hat irgendwas hergestellt für mich? Auch nicht, ne? Sitzt den ganzen Tag auf deinem faulen Arsch und machst gar nichts. Du Penner. So, was steht denn an? Genau, Copeland wollte was von mir. Da können wir mal gerade hin. So, Copeland. Hey, mach auf. Den Typen kenne ich. Von Tucker haben wir auch gerade noch eine neue Mission bekommen. Hey, Dick, schön, dich zu sehen. Das Camperleben, hä? Manny? Money, money, money. Hey, das mürrische Mammut. Money. So, haben wir hier irgendwas Tolles Neues? Rad 2. Cool. Brauchst du noch was? Müsste ich ja Rad 1 theoretisch auch kaufen, oder? Oh ja, ein sehr schönes Stück. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Ich pack das für dich ein. Na komm, sieht scheiße aus, wenn das der letzte ist, den ich nicht habe. Auch wenn ich ihn nicht mehr brauche. So, Leistung. Aufbewahrung nutzen. Satteltaschen können mit zusätzlicher Munition beladen werden. Während du draußen unterwegs bist, jeder Camphändler kann deine Satteltasche gegen Bezahlung wieder auffüllen. Behalte das Fassungsvermögen deiner Satteltasche im Auge. Es gibt je nach Typ unterschiedliche Größen. Halte X gedrückt, während du hinten an deinem Bike bist. Okay, aber es geht jetzt nur um Munition oder was? Es ist jetzt nicht wie bei Red Dead, dass man verschiedene Waffen festmachen kann. Cool. Weil das wäre natürlich nicht schlecht. Ne? Hm. Oh ja, ein sehr schönes Stück. Den habe ich noch nicht mal ausgerüstet hier. Ich habe ihn gekauft, aber habe ihn nie ausgerüstet. Ernsthaft? Alle anderen sind ausgerüstet, wenn ich sie kaufe. Aber die Lachgasgeschichte nicht. Ist ja auch dämlich, ne? Tja, dafür fehlt mir jetzt das erforderliche Kleingeld. Okay, Mann. Was brauchst du? Muni brauche ich. Darf es sonst noch was sein? Munition in Satteltasche. Okay, da geht anscheinend viel rein, denn das ist schweineteuer. Okay. Dann bis bald mal. Okay, hier habe ich gar nichts. Ich habe doch so viel Pflanzen gesammelt. Hier. Das war's. Deacon St. John. Wie geht's dir, Kumpel? Jazzy, wie läuft der Ohrenhandel so? Hey, der Ohrenhandel. Schon gut. Moin, mein Freund. Sei einfach vorsichtig da draußen. Okay. Ich hab gesagt, moin, mein Freund. Gut. Ich hab was Interessantes für dich.
Ja, oder auch nicht, Cobb. Ich hab zu tun. Dich interessiert dein Ripper Camp nicht? Hier, in der Cascade Wilderness. Ripper? Hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cobb? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Interesse an einem Ripper Camp? Habe ich das vielleicht schon gemacht? Nee, das kenne ich noch nicht. Okay, aber hier war ich doch schon. Wo war denn da ein Camp? Naja gut, schauen wir uns das mal an. Machen wir aber nicht mehr jetzt, sondern erst im nächsten Teil. Also Leute, ich sage winke winke. Gucken wir, was hier oben noch geht. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis denne.